So, haben wir soweit alles vorbereitet? Mhm, mhm. Gino, bist du bereit für die nächste Aufnahme? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja super. Dann würde ich sagen, schalte ich mal den Strom an. Wir haben geil. Und, warte, ich muss ja auch noch nach oben gucken. Ich sollte vielleicht mal die Waffe wegstecken. Der Rechner fährt gerade hoch. So, ich habe meinen PC auch schon mal angemacht. Boah, dieses Windows 98, das ist richtig heftig. Ey, Windows 98, der bist ja noch richtig gut. Ich habe hier Windows, was gab's denn davor, 95? 93? 95. Ich habe Windows 95. So, das war's. Mhm. Ja, dauert noch ein bisschen, ja. Mhm. Ja. Skype fährt hoch, warte, ich rufe dich gleich nochmal an. Na gut, alles klar. Dann haben wir aber ein doppeltes Gespräch, ne? Ach, was? Meinst du, es ist okay? Ist okay, ich mach schon mal was, ich mache so. Du hast jetzt alles versaut. Ja Leute, damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahme, beziehungsweise zur nächsten Folge von Let's Play Together Starbound mit mir. Oh Gott. Mit mir, dem Kegel. Und dem guten Gino. So. Ja, wir wollten uns jetzt an diese Folge in den Planeten reingraben. Wollen wir das hier gleich machen? Beziehungsweise du hier und ich noch ein bisschen weiter vorne? Wenn du möchtest. Da teilen wir uns ein bisschen auf, dass wir hier mal ein bisschen was anderes, also dass wir unterschiedliche Bilder auf dem Dings haben. Ich suche nur noch den richtigen Platz, aber... Jo. Nicht so eine Zerschicht reingraben, wo nur Knochen und Öl und Gedärme und... Na. Obwohl, bei... Wow. Bei Teer kann man... Was war das denn? Ja, du bist halt mit voller Öl. Ich mag kein Öl. Zum Braten okay, aber nicht für sowas. Wenn wir Bratwachse grillen, fängt die Stimmung an. Wenn mit deiner Schleichwerbung, kriegst du Geld dafür? Das sind so fette Ohrwürmer. Ah ja. Das würde ich jetzt auch sagen. In der Tat. Du Schnutz hier! Also nicht du, ich meine jetzt den Füße hier. So. Also ich werde mich genau hier reinkramen. Gut, alles da, ich gehe noch ein Stück. Huch! Aber her. Tschüss. Ich werde noch ein Stückchen weitergehen. Jo, wie gesagt, man sieht sich, ne? Ja. Irgendwann, vielleicht. Endlich mal gucken. Scheiß Vogel los. Ach, diese schöne Ruhe. Es ist unglaublich. Okay, man hört ihn zwar noch, aber, ne? Man weiß ja, wie es ist. Also auch jedes Mal die Aufnahme, wenn der spricht. Ne, machen wir mal. Ich glaube, nächstes Mal nehme ich alleine auf. Dann ist es ein Let's Play Alone. Let's Play Alone in the Dark. Genau. Oh Gott. Ach, schön. Also ich glaube, so viel Spaß hatte ich beim letzten Play Together schon lange nicht mehr. Muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Macht viel Spaß, mit dir zusammen zu zocken. Das hört man gerne. Das letzte Mal war ja, glaube ich, vor 2-3 Jahren mit dir, mit Garo, ne? Ja. Oder was war denn da noch? Was hat man da zusammen aufgenommen? Das war Mario. Brau. Prasser. Echt? Ja. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß es aber noch. Oh Gott, mein Gehirn. Ich weiß es noch. Weißt du wieso? Weil ich dich genau da kennengelernt habe, wo du deine Rage Mode bekommen hast. Und dann hast du jetzt noch Kontakt mit mir? Respekt. Ja klar, Garo auch sogar. Ja gut, Garo ist ja leider nicht mehr so aktiv, aber... Der ist nicht mehr, ne? Der macht ja keiner. Oha. Aber vielleicht, wenn er nochmal zwischendurch bei YouTube reinschaut, vielleicht sieht er ja dieses Video. Ja klar. Und dann bestellen wir jetzt einfach mal einen ganz lieben Gruß an den guten Dark Garo. Ja, liebe Grüße. Hallo Andy. Oh Gott, ich habe seinen Namen verraten. Andy. Kann ich nur. Oh Gott! Was ist? Ich bin tief gefallen. Der Kegel ist hier. Ich bin tief gefallen, doch noch nicht gesunken. Nur tief gefallen? Oh Scheiße. Ich müsste vielleicht noch mal ein paar Torches. Nicht Kämpfer, ja. Was mache ich denn hier? Camping. Weihnacht. Camping on the fire. Nee, was? Ja. Oh, endlich mal eine vernünftige Sandschicht, wo...
Dachte ich eigentlich, aber das ist nur eine kleine. Okay. Boah, Alter, das läuft bei mir gerade wieder nur mit 20 Frames. 18. Oh, und da war der erste Spitzhacke im Popo. Im Popo kacke Pekel. Ich hab was gefunden. Was hast du denn gefunden, mein lieber Kollege? Eine geile Bombe. Das ist Bombastik. Alter! Das ist Sand! Lass dich. Ich sollte hier vielleicht mal eine Fackel hinbauen. Sonst sehe ich gleich nichts mehr. So, einmal dahin. So, was haben wir denn da? Ein bisschen Silber. Wir wollen aber, was war es? Titanium, ne? Titanium. Ich hoffe mal, dass wir das auf diesem Planeten schon finden. Hoffe ich auch mal. Das Einzige, was ich finde, sind halt nur irgendwie komischerweise ganz viele Labor. Ja. Ja, du hattest dich ja ein bisschen weiter vorne von dem Labor aus reingegraben. Und ich glaube, da findest du dann immer noch mal so ein paar kleine unterirdische Labore. Ein paar sind gut. Boah. Schon der zweite. So, jetzt habe ich hier gerade noch eine Kiste gefunden. So, da ist aber das Vieh weg. Hallo? Es hackelt gerade so ein bisschen. Ein bisschen, ja. Was haben wir denn? Was ist das denn? Also, diese Kiste ist aber echt Verarschung, ne? Halt dich fest, was in dieser Kiste drin ist. Nix. Doch, doch. Sage und schreibe. 3 Coffee Seeds und 60 Pixel. Geil. Ja, haut rein. Das ist so unglaublich. Also, damit hätte ich niemals gerechnet. Oh. Ach. Das sieht mir nach Eisen aus. Kopper. Lass mal gucken. Ich glaube, das ist Eisen. Das baue ich jetzt gerade mal mit dem Meta-Manipulator ab. Alter, direkt der nächste Labor. Was ist denn hier los? Die wissen ganz genau, dass du da bist. Oh Gott. Huch, ich wollte eigentlich... Alter, wie hängt denn der Server jetzt nach? Ein bisschen viel. Kannst du auch gerade so schlecht die Sachen einsammeln? Ja, die fliegen mir nach so. Gut, also ist das nicht nur bei mir so. Alles klar. Das wollte ich nur wissen. Kiste, Kiste. Oh, ich bin vergiftet. Das ist ja... Wie diese scheiß Kapsel. Mein Inventar ist schon wieder zugemüllt. Ich finde das kacke. Ich habe hier ja auch gerade schon wieder so ein scheiß Labor gefunden. Was ist das denn? Oh, was haben wir denn da? Da ist auch nochmal so ein komisches Vieh. Morgen! Ich fühle mich schwach. So komm ich grab mich. Ja, komm ich grab mich einfach mal runter. Ich bin ja nicht so. Ich habe irgendwie so einen fetten Restreich. Ich bin schon etwas bei dir. Das ist schlecht. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt. Was? Bitte was? Ich bin wieder auf dem Weg zu dir, komischerweise. Ich weiß nicht. Ich grab mich einfach jedes Mal nach rechts an, statt nach links. Also ich habe jetzt hier gerade so ein kleines Zwischenlabor gefunden. Habe ich auch. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich hier jetzt finden kann. Oh, noch eine Silberspitzhacke. Die nehme ich natürlich mit. Gönn dir. Oh, noch 8 Fackeln. Die nehme ich auch. 3 Climbing Ropes. Ja, immer her. Gönnen wir uns mal. Was haben wir hier noch? 10 Woodplanks, na klar. Soll ich dir mal ein Signal geben? Was für ein Signal? Von Sub, mein Herr. Cobblestone Woodplatz vor? Nö, das brauchen wir nicht. Ach, ja gut. Haben Sie das gehört? Ich habe gerade eine Kiste gehört, ne? Ein Puff. Natürlich ein... Ein Puff. Puff, Geräusch. Ja. Wo sind die Frauen?
noch gerade Vogel. Chip, chip, chip. Chip. Direkt der Hahn kam wieder hochgestellt. Natürlich. Nur das Beste vom Besten. Hat zwei, drei Jahre nicht mehr geduscht, aber Hauptsache Hahn kam hochgestellt. Ja, passt doch. Was ist denn hier? Oh, oh, oh. Was ist das denn für ein Vieh? Also die Waffe, die wir gefunden haben, die ist gar nicht so schlecht. Die Waffen, ja. Weißt du was, ich glaube mich aus, sonst komme ich wieder auf den Weg und nach dir. YOLO. Alter. Jeez. Das haut rein. Ich habe übrigens einen Diamanten gefunden. Ich nehme ihn mal mit. Echt? Gönn dir. Ich habe Gold gefunden. Nee, ich war so scheiß. Bin ich gegen den Sack. Was? Wer geht hier auf den Sack? So ein Krokodil hier. Warum das denn? Das ist schon wieder die nächste Spitzhacke. Ja, weil, keine Ahnung, Autogramm und so. Huch! Ich wollte ja auch eine Waffe wechseln. So. Wir suchen. Was suchen wir nochmal überhaupt? Titanium. Alter, ich habe ja auch schon wieder so komische Spieldinger hier gefunden. Ja, die sind ja so selten hier. Pust. Ja, ganz selten. Oh, so selten, das haben wir noch nie gefunden. Eine Rarität. Silber? Nee, noch Silber. Weiter. Ach komm, ich grab mich immer weiter durch. Was soll's denn? Yeah, ich bin schon wieder in einer Pilzschicht. Ich hab so das Gefühl, wir sollten demnächst mal nicht wieder auf so Desert-Planeten gehen. Vielleicht finden wir dann was. Also, du meinst dann vielleicht mal einen Planeten. Ja? Ja, ganz genau. Ach, genau den? Ja. Gut. Da weiß ich ja Bescheid. Ja. Also der nächste Planet wird ein großer Desert-Planet sein. Oh. Huch! Alter! Ich weiß, ich muss hier weg, du bist direkt über mir. Na! Alter, das ist doch ein... Hallo! Ich will aber raus hier. Boah, Diamanten, bist du abwinken. Drei Stück. Sterben! Was? Ich meine gerade ein Vieh. Also nicht du jetzt. Was ist das hier? Was ist das hier? Ein unterirdisches Stubboff wieder. Hab ich. Huch! Okay. Gerade. Das nehme ich mit. Ich hab unser neues Zuhause. Was, ein neues Zuhause? Ja, unser, also wo wir aufnehmen natürlich, ne? Oh ja. Sehr gut. Hast du toll gemacht, Gino. Also die Betten gefallen mir auf jeden Fall schon mal. Alter, schon wieder so komische Spielautomaten hier. Alter. Ich hoffe, so. Ich nehme noch mal ein bisschen Silber mit. Aber ich glaube... Oh, Alter. Die brauche ich nicht. Meinst du, das würde jetzt noch was bringen, sich hier weiter in den Planeten reinzugraben? Ich weiß ja nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen... Die Lampe gefällt mir. Oh, ich habe Gravel gefunden. Alter. Der Planet hakelt sehr doll nach. Oh, und da unterirdische Grasplantage. Noch eine. Du sollst nicht so viel rauchen, das habe ich dir früher schon mal gesagt. Ey, Alter, ich rauche aber gerne. Jeden Tag mein Ganja. Ich rauche mein. So, ich soll vielleicht mal wieder heilen. Solltest du? Wäre besser. Alpezin, Koffein, Shampoo. So, ein Schild, 180 Pixel, 3 Kiwis. Ich nehme die 180 Pixel mit, den Rest lasse ich drin. Können wir? Brauchen wir nicht. Nö. Mit überbewertet. Genau. Was ist das hier?
Was ist das hier? Das ist ein überdimensionaler großer Stein. Tüte. Hallo. Hallo. Wir sind Kinder. Seit wann? Alter, was habe ich hier jetzt hier aus? Alter, Hilfe! Jetzt habe ich keine. Alter, ich habe keine Spitzhacke mehr hier vorne. Alter, Hilfe! Ich glaube, ich schnippel das gleich ab. Kannst du nicht. Doch, wegen Luft. Alter. Du hast diese Oxy. Pingel, Bingel, Bungel, Bangel, Bangladesch. Boah, ey, gerade nochmal so gerettet. Was ist das hier? So. Meine Fresse. Wie gut, dass ich noch ein paar Spitzhacken dabei habe. Ach, ich überflüte. Überflüte. Überflütest? Ich überflüte. Warum machst du denn sowas? Weil flü. Was du, brauchst du jetzt... Oh! Okay, der Planet hakelt richtig. Oder ist er, ich bin noch nicht fertig. 30 FPS, aber... Naja. Das ist viel. Ich habe gerade 20 gehabt. Also ich bin jetzt gerade noch bei 20. Das ist verhältnismäßig gut. Aua. Ich glaube, ich öffne die Sand reingraben, da passiert nichts. Oh. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich habe hier einen wichtigen Termin gesetzt zu haben. Also Besuch und so, ne? Nicht, dass das Server gleich hier sagt, uns runterschmeißt. Kann ja passieren. Dann machen wir kurz einen Break und dann gehen wir da wieder drauf. Ein Breakfest. Alter. Ich habe auch schon eine Idee, was wir als nächstes zusammen machen könnten, theoretisch. Wir haben jetzt erstmal noch 77 Tage Zeit, Starborn durchzuzocken. Ich meine, wenn wir Starborn fertig haben. Schneit übrigens gerade Gravel bei mir. Echt? Ja. Und nicht zu wenig. Alter. Was da alles runterkommt. Alter. Aber ich finde leider nur Gravel. Also Gravel. Okay, ein bisschen Silber habe ich jetzt hier noch in der Wand. Aber was ist das für ein... Ach, das ist Cobblestone. Kupfer auch noch. Ja, gut. Oh, geil. Ich habe... Obsidian. Obsidian? Bevor ich das abgebaut habe, sind meine Spitzhacken kaputt. Leck mich doch. Toll. Komm her hier! Schau dich zu klump! Ich überflute einfach mal das Labor. Warum hast du sowas? Weil da nichts mehr drin ist. Das geht doch nicht. Und niemand muss wissen, was ich da getrieben habe. Was hast du denn da gemacht? Brat ich nicht. Ich komm da nicht durch. Also durch alles. Dieses Loch, das muss. Was? Ja, alles. Scheiße. Das ist so schlimm, ey, wenn du noch vielleicht immer noch krank bist, weil du nicht gesund werden kannst wegen der Arbeit. Ja, das kenne ich auch. Wie es ja bei meiner letzten schönen Erkältung war. Wo ich mich mit ca. 40 Grad Fieber, Husten, Schnupfen und so weiter auf die Arbeit hingestellt habe. Und bis ich dann irgendwann mal von der Chefin nach Hause geschickt wurde, beziehungsweise zum Arzt geschickt wurde. Ja. Wo sie dann gesagt hat, nee, Dennis, jetzt ist Feierabend, jetzt gehst du bitte zum Arzt. Und du dann so, Feierabend, wie du bist. Nee. Ich wollte ja ehrlich gesagt weiterarbeiten. Was? Natürlich. Aber ja, ihr, Leute, ihr habt, ich glaube in der Woche waren es 5 oder 6 Ausfälle, die wir hatten. Mhm. Und ich dann noch dazu. Und das war gerade zu so einer Zeit, wo ich meine die erste Vertragsverlängerung sicher hatte. Und da wollte ich ehrlich gesagt nicht zu Hause drin rumhocken, ne? Ja. Na, aber wo mich dann der Arzt gesehen hat, der sagte auch gleich, na, du siehst ja gut aus. Sag ich, danke für das Kompliment. Sag ich, ich bräuchte mal irgendwie ein bisschen was, gegen Kopfschmerzen, gegen alles Mögliche. Ja. Oh, ich habe 2 Waffen gefunden. Die eine, die hat also mit Feuerschaden. Mhm. Die hat zwar nur 134 DPS,
und Damage per Swing 118. Aber die andere hat 159 DPS und Damage per Swing 190. Mhm. Könnte man ja eigentlich mal mitnehmen. Ja. Ja, und ich habe dann dem Arzt gleich gesagt, sag ich, ja, Doktore, höre zu. Am besten nicht krank schreiben. Sag er, ja, Dennis, willst du gesund werden oder nicht? Sag ich, ja, eigentlich schon, aber... Nö. Kannst du mich nicht irgendwie gesund zaubern? Nö, du bleibst jetzt erstmal mindestens eine ganze Woche zu Hause. Und wenn es Freitag nicht besser ist, dann kommst du bitte nochmal bei mir rum. Da hast du sagen müssen, aber sie können mich doch auf Droge stellen. Nee, ich musste es dann so hinnehmen. Na, übrigens, diesen Tag habe ich dann von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr gearbeitet. Also es war meine fast reguläre Arbeitszeit. Also eigentlich sollte ich bis 16 Uhr machen. Mhm. Bis aber meine Chefin gesagt hat, nee Dennis, jetzt ist Feierabend, jetzt gehst du bitte zum Arzt. Lass dir irgendwas aufschreiben oder lass dich krank schreiben oder mach sonst irgendwas, aber so kommst du bitte morgen nicht mehr her. Hm. Sag ich, ja, aber eigentlich will ich nicht. Wir haben doch schon so viele Krankmeldungen. Ja, nee, das interessiert uns nicht. So kommst du bitte nicht mehr her. Und damit musste ich mich dann zufrieden geben. Ja. Ich bin sowieso so ein Mensch, der ganz ungern sich krank schreiben lässt. Echt? Also wirklich ganz ungern. Ne? Also ich sag mal so, wenn es wirklich nicht mehr geht, dann sage ich auch, okay, ich muss jetzt halt zum Arzt hingehen, dann schreibt er mich eben mal für ein, zwei Tage krank. Aber so wie das jetzt in dem Moment war, das war echt scheiße. Das war richtig Mist. Ich müsste hier mal irgendwie das Wasser wegkriegen. Aber wie mache ich denn das? Kann ich unter Wasser atmen oder was? Ja, du hast diesen O2 Breath Protection. Oh, schön, das zu wissen. Das habe ich doch irgendwie. Ja. Ich höre dir nicht zu, merkst du es? Typisch, Frau. Immer. So, da ist nichts drin. Was wollte ich jetzt? Toll. Naja, Blumen brauchen wir nicht. Ich finde Platinum. Scheiße. Was findest du? Ich finde Platinum anstatt Titanium. Ja. Achso, ich habe keine Spitzhacke mehr. Moment. Ich habe noch welche auf Vorrat. So. Wie sieht's eigentlich mit der Zeit aus? Mein lieber Gino. Wir haben noch 6 Minuten. Das ist ja schön. Das heißt, diese 2-3 Spitzhacken, die ich jetzt noch habe, die könnte ich vielleicht dann noch verbraten. Morgen. Oh, ich sterbe gleich. Das ist schlecht. Ich glaube, du warst hier unten schon. Ich lebe. Wir sind nämlich Fackeln. Dann war ich ja schon. Ja, du bist nämlich gerade rechts von mir. Okay. Ja. Oh Gott. Ich werde gerade angegriffen. Warum? Ich habe doch eigentlich nichts getan. Eigentlich. Okay, ich bin hier, aber das interessiert ja keinen. Ich werde mich nie mehr in Magma Rock reingraben. Warum machst du sowas? Ich dachte, das wäre wäre Titanium. Du hast aber gedacht, da drin ist Titanium. Jo. Sag mir nicht, dass das Titanium, was da drin ist. Das sieht mir eigentlich das Leber aus. Wenn da jetzt wirklich Titanium drin ist, dann lauf ich Amok. Das bisschen lohnt sich nicht. Ja, aber. Boah, Alter. Irgendwo müssen wir den Kram ja herkriegen. Ja. Ansonsten müssen wir dann wirklich mal auf dem anderen Planeten gucken, beziehungsweise jetzt nicht auf dem Desert-Planeten, sondern irgendwie ja auf dem Forest-Planet oder. Ich habe da eine viel bessere Idee. Was denn? Das nennt sich Internet. Mhm. Und da kann man Glubschi machen.
Oh scheiße, ich habe, bin jetzt auf der Magma Rock. Ich mag den Rock nicht. Wegen Magma Rock. Den hab ich verstanden. Ich muss hier raus. Was ist der Ausgang hier? Oh, was haben wir denn da? Ach, schon wieder dieser komische Kram hier, den wir für das Schiff gebraucht haben. Core-Dings. Naja. Ja. Alter! Hackelt's bei dir auch gerade ein bisschen? Ein bisschen ist gut. Gut. Da bin ich ja beruhigt. Ich grab mich hoch auf jeden Fall. Durch den Sand, der rieselt langsam runter. Schon geil. Alter, was ist das denn da? Moment. Ich hoffe ja mal nicht, dass das jetzt doch irgendwie Silber ist, aber das sieht mir ein bisschen anders aus. Oh, Sand, kannst du mal bitte weggehen? Ich sehe nichts. Alter, hallo Sand. Oh geil. Kannst wieder Plan-Pipe. Muss ich gerade mal warten, bis sich der Sand so ein bisschen beruhigt hat. Alter. So. Haben wir es jetzt? Ey, meine Aufnahme läuft gerade mit 27 Frames. Ist ja unglaublich. Ja, dafür ruckelt das aber irgendwie. Ja, das liegt aber. Ich denke mal daran, dass ich mich hier die Sand grabe. Da fällt alles langsam vom Himmel. Ich hoffe mal, hier in Magma Rock kann ich mit dem Meta-Manipulator auch reingraben. Kannst du? Dauert nur saumäßig lange, ich sehe es gerade. Ja. Scheiße. Nicht nur da. Boah. Meine letzte Silberspitzhacke. Ja, ich habe bei mir, glaube ich, auch gerade die letzte. Gut, da ich noch eine Diamond-Spitzhacke mitgenommen habe. Ja, ich wusste schon, dass das passiert. Oh Mensch, ich möchte gerne mal wissen, was das hier unten für ein Material ist. Das sieht mir aber wirklich aus wie Silber oder irgendwas anderes. Bitte lass es Titanium sein. Ne, niemals. Ich glaube auch nicht dran. Scheiße. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Das heißt, wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Das ist Iron. Und was ist das? Komm, zeig's mir. Platinum! Oh, warum? Oh Mann! Ja, Platinum habe ich auch schon gefunden. Ja, schön freudig. Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Haben Sie mal einen Wegweiser für mich? Ey. So ein Mistverfluchter. Ich grab mich raus. Bin ich. Was ist das denn? Scheiße, das ist genau der Weg, den ich mir vorhin hier runtergegraben habe. Scheiße. Bin ich gerade wieder runtergeplumpst. Geil. Alter, Scheißdreck. Ich bräuchte jetzt, glaube ich, mal ein Monster. Ich würde mich sogar umbringen. Wir müssen viel kaufen, das nicht vergessen. Stimmt. Ich habe 7000 Pixel nur. Ich habe 5700. Also wäre es klug, wenn ich würde, ne? Also, nicht klug.
Aber du sollst auch nicht sterben, weil das kostet. Aber wir dürfen beide einfach nicht sterben. Ja, weil die Scheiße kostet einfach mal 500, glaube ich. Ich würde sagen, wir unterbrechen jetzt einfach mal die Aufnahme, beziehungsweise machen einen kurzen Schnitt und sehen zu, dass wir ohne Aufnahme mal fix nach oben kommen. Ach Quatsch, wir zeigen Leuten einfach, was passiert. Meinst du, da wird so viel jetzt passieren, dass wir das in der Aufnahme unbedingt zeigen müssen? Ja, ich habe eine Küste gefunden und einen neuen Abschnitt. Du weißt schon, dass du dich nach oben graben wolltest, ne? Tu ich ja. Gut, ich wollte es nur gesagt haben. Ich bin auch erstaunt. Ich grabe mich nach oben und finde neue Sachen. Ach, die hast du doch vorher da hingesetzt. Ja, klar. Das hast du dir komplett abgeguckt. Bei wem? Bei allen anderen Let's Playern, die dieses Projekt auch gespielt haben, beziehungsweise jetzt gerade spielen. Also wir? Ja. Habe ich bei dir abgeguckt, okay. Natürlich. Hallo, der Server ist von mir, also du weißt ganz genau, wo ich die Kisten immer gesetzt habe, deshalb machst du das jetzt auch. Was? Ja. Das hat überhaupt nicht gepasst, aber egal. Hallo. Er wird die Folge halt ein bisschen überlänger haben, aber... Naja. Boah, ist doch egal. Was ist denn da unten? Hast du ein... Labor unter Wasser gesetzt? Ja, hab ich schon gesagt. Wie bist du, Weil das Labor war direkt am Wasser und dann, als ich die Tür aufgemacht habe, ist das Wasser reingeflossen. Dann habe ich es wieder zugemacht, damit da nichts reinkam und dann, als er fertig war, einfach mal offen gelassen. Aber natürlich. Weißt du, wie man sowas nennt? Ein Unterwasserlabor. Alter, ich glaube das. Schönes Ding. Alter, was? 515 Pixel gerade von drei Monstern gekriegt? Wow. Ich bin so allein. Allein, allein. Gleich nicht mehr. Das lief nicht. Vielleicht bin ich ganz. Gleich ganz tot. Alter. Bist nur du. Ich hab mich auch noch gerettet. Toll! Ja. Hallo? Hallo, ich brauche meine Waffe. Oh mein Gott! Ich hab ein Problem. Warum? Meine Diamantenspitzhacke ist kaputt jetzt. Was? Ja. Ich bin nicht mehr ganz oben. Ich habe mich nur mit Silber hier durchgearbeitet. Ich will aber raus und deswegen hat sich mir, wie gesagt, eine Diamantenspitzhacke noch verhaftet. Gut, das zu wissen. Mhm. Sollte mir vielleicht auch mal dann demnächst eine verkraftigen. Kannst du das denn verkraften? Hallo? Alter! Was zum Teufel? Das ist eine Fackel, die war ich schon mal. Oh yeah, ich komme raus, Baby. Das ist, glaube ich, auch ein Labor, was du gefunden hast. Ja, da habe ich alles gefunden. Also ein Labor habe ich da. So mit blauen Lämmchen davor. Ja, habe ich auch abgegrast. Ah ja. Ah ja, und hier ist die Pilzschicht. Ich sollte vielleicht mal mich ein bisschen heilen. Ist das da? Das, was ich glaube, was es ist. Du hast deinen Tod gefunden. Das wäre schön. Komm, gib mir die Kohle! Geil, geil, ja. Zack. Boah, Geld, wie viel... Hände her? Was? Was? Wie viele Labore sind das denn hier? Sind einige. Wieso Alter, bist du fett geworden oder warum passe ich nicht durch? Dies ist eine sehr gute Frage. Also, ich hab mich auf Diät gesetzt, also von daher passt das ja. Specki. Yep. Und da ist sie weg. Hab ich aber noch generell eine Spitzhacke? Nö. So, man könnte hier mal ein bisschen Licht gebrauchen. Was halten man davon? Oh, wie süß! Hallo! Erdchomp. Gib mir Kohle! Der hat mir gar nichts gegeben. Was ist das?
denn für eine... Was mache ich hier eigentlich gerade? Wolltest du nicht raus? Eigentlich ja. Aber irgendwie wollte der gerade nicht. Aha. Bin ja gerade noch nebenbei so ein bisschen am Geld sammeln und so, ne? So. Weißt ja, wie das ist. Anschaffen gehen. Ja, weißt du, das Geschäft, ne? Hm. Fürs Geschäft. Und fürs Team. Mhm. Und für mich, meine kleine Nutte. Was? Das habe ich überhört. Was? So ein Kompliment. Ich habe hier noch eine Kiste gefunden. Ja? Die leer ist. Schön. Was? Und komischerweise in diesem Bereich waren keine Fackeln. Ich brauche meine Waffe. Ich höre einen Sandsturm. Stirb. Was? Ist da jemand eifersüchtig? Nein, stimmt nicht. Kommst du da drauf? Ich hab nur ein bisschen Pixel und ein bisschen. Ja, schön für dich. Ich bin draußen, oder? Nein, noch nicht, scheiße. Gott sei Dank. Was? Bin ich jetzt draußen? Nein, noch nicht. Also, echt eine scheiß Verbindung hier. Ich will hier raus. Du kleine Maus. Was? Zieh dich schon mal raus. Später. Wenn Zeit ist. Also nie. Ja, also auf jeden Fall nicht im heutigen Leben. Nein? Nö. Ich will hier raus, ich will hier raus. Alter, nee, das Eisen muss ich aber noch mitnehmen. Tut mir leid. Wie viel Eis ist denn das? What the fuck? Was ist denn hier los? Krebst du dich aus der einen Höhle, kommst du direkt in die andere Höhle rein. 23 Eisen auf einem Haufen. Toll. Ich will doch hier eigentlich nur raus. Das wollen wir alle. Schön, jetzt mache ich da noch ein Ölbad. Uah. Boah, ekelhaft. Ein Badöl? Ein gebartes Öl. Ein geöltes Bad, also. Egal. Da oben ist. Ich sehe schon. Ich bin hier gleich draußen. Ja. Möchte ich gerne auch. Frische Luft. Ach Gott. Kannst du mich auch Gino nennen? Nee, ich nenne mich ja immer selber Gott, ne? Ach so. Hauen mich! Also. Du bist tot. Scheiße! Gib's zu, du wolltest als erstes raus. Nein, wollte ich nicht. Scheißdreck! Boah! Ey, Alter, ich habe jetzt nur noch 4800 Pixel. Zum Kotzen. Oh. Jawohl, ich bin draußen. Yay, ich komme auf dein Chip. Auf dein Chip. Auf dein Chip. Aber klar. Ja, I come to your ship. And we try to end this... And I'm going to the Gullideckel. Was? Aufnahme? And then we can fahren to the outpost and holen energy drink for ship and then we düsen weiter. Yes, of course. Okay, then I say for the English people goodbye. Guten Einkauf. And we see you next time. Oulé vous coucher avec moi ce soir. Nein, Leute, einfach okay. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist schön.